Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Limbo. Ich dachte, ich habe das Rätsel vielleicht gelöst. Aber ich bin mir da nicht ganz so sicher. Weil das Teil fährt ja weiter. Bis es dann bei mir ankommt. Okay, ich hab's. No, ich hab's doch nicht. Ich wollte abspringen. Boah, wie das aussieht. Wie sie da einfach hängt. Nee. Das Teil darf nicht da an den... ans Ende rankommen. Okay. Wo geht's denn dahin? Also ich glaube, da ist ein Seil. Aber das muss man auch zuerst mal treffen. What the fuck? Einfach den Kopf abgesägt. Na gut, das... Ich habe das schon richtig gesehen, dass da ein Seil ist. Doch, da ist ein Seil. Unter der Säge ist ein Seil. Junge. Könntest du bitte richtig abspringen? Damit du das Seil nimmst. How? And why? Other way. Muss ich vielleicht warten? Ein bisschen. Säge aktiviert sich, wenn das Licht angeht. Ob du wirklich richtig stehst? Siehst du, wenn das Licht angeht? Das Licht geht nie an. Wird nie angehen. Nimm doch das fucking Seil. Ist doch ein Seil. Oder sehe ich das falsch? Da spring direkt in die Säge rein. Wenn du nicht leben willst, bist du ja selber schuld. Sorry. Nimm das nicht zu ernst, was ich hier sage.
Ich verstehe es nicht. Viel zu wenig weit. Entweder zu weit. Oder viel zu wenig weit. Junge. Ich verstehe es nicht. Bringt ja nichts, wenn ich hier warte. Weil die Säge erst eben angeht. Wenn das Licht dort angeht, was jetzt gleich angeht. Das ist so brutal. Brutal schön. Sorry, ich check's nicht. Wir sehen uns gleich wieder. Kurzen Cut. So, da bin ich wieder. Das Game ist ziemlich mies. Ich dachte, das Schild hier unten, diese Pfeile, soll mir einfach zeigen, ich muss nach rechts. Aber das ist wieder so ein Gravitationsteil. Oh Mann. Das heißt, man geht jetzt hier einfach runter, springt und dann ist man hier dran. Wow. Danke für nix. Oh shit. Fuck. Und das vor allem so kurz vor dem Endgame, weil ich habe gesehen, das Spiel geht nicht mehr lange. Das war jetzt schon das dritte Mal, dass ich hier was nachschauen musste. Wait. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay. Irgendwann hat man das gar nicht mehr im Kopf. Das... Oder was man hier alles machen kann. Oder was alles eingebaut wird. Oh no. Schieb, 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 schieb. No! Nee, man muss da durchkommen über die Säge. How? Schon wieder how? Das Teil ist doch viel zu langsam. Wie? Es geht viel zu schnell.
Okay, ich weiß. Ich darf nicht so weit springen. Oder weil das kostet Zeit. Ja. Das kostet mich viel zu viel Zeit. Kann ich einfach laufen und dann... Nope. Ich muss springen. Vielleicht einfach viel früher. Das bringt mich zwar auch nicht so viel weiter. Und dann dreht er sich, der Vollidiot. Ja, brich dir doch die Beine. Sorry. Es tut mir echt leid. Es tut mir wirklich leid. Aber, ja. Ich bin echt... Das Spiel ist schön und nice und interessant und was, mal was ganz anderes. Aber ich bin echt froh, wenn ich das durch habe. Es tut mir leid, das zu sagen. Aber ist leider echt so. Das kostet alles viel zu viel Zeit. Mann. Ja, drück halt die Taste nicht. Also bis der sich fängt, Kiste rüberschiebt. Da hochklettert. Beruhig dich. Lande viel zu weit weg von der Kiste. Und dann ist das zu weit weg. Help me, please. Das ist näher an der Kiste als vorher. Jetzt da hoch. Da hoch. Wieso? Alter, das ist auf die Millisekunde wahrscheinlich genau ausgerechnet. Okay, I see. Okay, so kommt man schon weiter. Aber... Nimm die Kiste. Nimm die Kiste. Jetzt hoch. Da hoch. Hey, wie soll man das schaffen? Wie soll man das schaffen? Wie? Da hoch. Jetzt da hoch. Das reicht ja nie im Leben. Never. Never. Du kannst mir nicht sagen, dass das reichen soll.
übersehe ich wieder irgendwas Offensichtliches? Ich glaube nicht. Ich glaube echt nicht. Hier unten gibt's ja auch nichts. Ja, nimm doch die Kiste, du Vollidiot. Hä? Was ist denn das? Habe ich dein Secret gefunden? Sieht so aus. Das ist ein Secret. Naja, dann mache ich kurz mal das. Und wir schauen in der nächsten Folge dann, wie genau das da funktioniert. Nice. Lass dich nicht von der Schwerkraft überwinden. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Limbo. Keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.